Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. So, im letzten Part haben wir den dicken Bären besiegt. Mit Hilfe von Wölfen und der Qualle. Und jetzt gucken wir uns hier die Ruinen an, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Die sind ganz schön groß. Ich glaube, ich gehe erstmal darüber zur 5. Gucken wir uns mal da an, was da ist. Wieder ordentlich was versteckt an Loot. Ach, die Libellen, ne? Die gehen mir jetzt schon auf den Keks. Totenwasserdorf. Okay. Ja, komm. Drecksvieh. Komm her. Jetzt sieht es nur nach Ruinen aus. Kein Versteck, nichts Schönes, Hübsches für mich. Dämliche Libelle. Boah, noch eine. Noch eine. Das ist ja ekelhaft. Da ist doch bestimmt eine Truhe drin. Nö, aber eine Leiche. Goldene Rune 4. Oh, nett, danke. Hier ist gar nichts. Okay, ich werde meinen Falken rufen, solange ich noch kann. Das Auge der Bestie zittert. Hier ist eine Bestie. Okay, interessant. Mein Falke eigentlich. Weggeflogen. Allein gelassen. Auge der Bestie zittert. Aber nicht hier. Ich bin einen Anblick voraus, ja. Map-technisch, okay. Vielleicht bei Nacht oder so? Nee, zurück. Oh. Wieder ein Löchle. Gucken wir uns gleich an. Mit dem Steinschwertschlüssel. Ach komm, wir haben noch genug. Schlüssel, Steinschwertschlüssel, 8 Stück, ja komm. Hauen wir raus. Schildkröten. Jede Menge. Okay, was haben wir hier? Kein Teleporter, bitte. Ne? Grüner Schildkröten-Talisman. Okay. Interessant. Talisman, wo bist du? So, das heilige Schwert wollte ich mir auch noch angucken, ne? Wird die Angriff der Waffe mit heiliger Essenz und verschießt ein goldenes Klingenprojektil. Die heilige Essenz bleibt eine Zeit lang in der Waffe erhalten. Okay, das könnte man vielleicht auch mal ausprobieren. Talisman.
sind sie denn? Ist jetzt doof? Da, Talisman. Da ist er. Beschleunigt die Ausdauerregeneration. Boah, nice. Ein Talisman in Form einer grünen Schildkröte beschleunigt die Ausdauerregeneration. Das Volk der Randländer glaubte einst, dass Fleisch von Schildkröten stärkt die Potenz. Okay. Doch für all jene, die Schildkröten als Träger der Weisheit verehren, ist das absolut barbarisch. Ja, wird ausgerüstet. Sogar lieber der als der hier. Haben wir heute Ausdauerregeneration, ne? Geil. Egal, Schildkrötenfleisch will ich trotzdem. Aber nur eins. Den Rest lässt leben. Cool. Jetzt haben wir also erhöhte Ausdauerregeneration. Das ist ja nice. Talisman voraus. In der Tat. Werde ich auch mal hier hinschreiben. Nein, nicht mehr Spieler. Quatsch, was mache ich denn? So, voraus. Dinge. Wertvolles Objekt. Ja, könnte man machen. Alles mal. So. Ja, ich sehe meine Ausdauer halt leider gerade nicht. Muss man mal drauf achten gleich. Wie stark die sich regeneriert. So, du bist jetzt der Beste, oder was? Sieht aus wie so ein Totenschiff-Typi. Ey, wie ich ihn nicht treffe. Gibia Seefahrer. Okay, das ist ein Boss. What? Oh Gott, der ruft hier auch irgendwelche Viecher. Ja, Ausdauer regeneriert sich gut, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Du machst da krasse Moves mit deinem Schiffchen. Deine Ads bringen irgendwie bloß nicht so viel. Nett. Oh, jetzt kommen die Ads. Jetzt kommen sie. Komm. Gut. Egal, noch ein Hit. Und tschüss. Easy. Todeswurzel. In der Tat. Die können wir gleich wieder abgeben. Das ist ja nice. Und Asche der Skelettmiliz. Auch nett. Geil. Zeig mal her die Asche. Die Geister von zwei Skelettmilizionären her. Okay, versuchen wir einfach beim nächsten Mal. Achso, wir regenerieren ja jetzt keine LP mehr, ne? Ja, dann müssen wir uns halt wieder standardmäßig heilen. Und wenn ich den nächsten Slot kriege. Noch ein Talisman anlegen wäre cool, weil man konnte früher auch vier Ringe bei Dark Souls anlegen. Hier voll drinnen. Hallo. Wo ist denn mein Falke? Raff ich nicht. Pilz.
Hier, da ist ja noch ein Ziel, was ich mir gesetzt hatte. Hinten versuchen. Oder auch nicht. Da ist mein Falke. Schmiedestein, okay. Du hast dich hier ein bisschen festgebackt, kann es sein? Toll. Meine Markierung sehe ich ja auch nicht. Ein bisschen buggy gerade alles. Was habt ihr hier? Ich nicht, dass ihr nochmal aufsteht. Nein. Bleib drinne. Ja, noch ein Skelett. Haben wir hier? Haus. Ja, Haus. War mal ein Haus. Ja, dann haben wir ja hier eigentlich auch schon alles geschafft, wa? Mir schon eine andere Markierung gesetzt. Da gehen wir jetzt gleich hin. Dann gucken wir hier nochmal. Ein bisschen. Hier vielleicht nochmal hin. Da nochmal hin. Dann sollten wir es haben. So, jetzt ist die andere Markierung natürlich weg. Links von der Gnade müssen wir hin. Ja. Das ist hier. Das sind die zwei Dinger hier, aber da wird es wahrscheinlich nichts geben. Sieht jedenfalls nicht so aus. Außer ein Hinterhalt vielleicht. In der Tat, wir sind Hinterhalt. Okay. Dann machen wir Markierung 2 erstmal. Na, da geht es, glaube ich, nämlich nicht weiter. Irgendwann hatten wir hier, glaube ich, mal gestoppt, ne? Und weil wir hier noch keine Map hatten. Aber mittlerweile haben wir die. Ist hier irgendwo runter? Nicht wirklich. Oh. Nee, 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 hier gibt's nichts weiter. Dann schauen wir da hinten nochmal. Da hinten leuchtet was. Ach, das war die Gnade, glaube ich, ne? Ist da ein einsamer Händler? Haben wir das schon? Aber da können wir doch vielleicht mal hinscopen. Ich
Ist nur ein Lagerfeuer, okay. Ist nur ein Gegner. Nö, nö. Nix. Hey, jetzt lass mich hier aber auch wieder hoch. Geht doch. Wow, das war wieder sehr knapp. Ah, die Brücke kennen wir doch auch schon, oder? Ja, hier waren wir auch schon. Ja, das kennen wir alles. Okay, dann straightforward Markierung 4. Hier waren wir definitiv noch nicht. Oh, Bären. Aber für die kleinen Bären, okay. Das ist cool. Nur die kleinen Bären. Hey, du hast den Kampf verpennt. Noch mehr Bären. Schon drinnen, ne? Ja. Markierung 5. Schreie nicht so rum. Okay, haben wir hier wieder ein kleines Dorf oder was? Da ist doch eine Gnade, oder? Schmiedstein. Hütte des Künstlers. Okay. Lass mal die Gnade aktivieren. Oh, was ist das? Gemälde Heimkehrinstinkt. Ach, jetzt müssen wir wieder so einen Ort suchen. Boah, ob ich das irgendwann mal mache, weiß ich nicht. Tschüss, weiß ich nicht. Aber lohnt bestimmt. So, jetzt noch schnell zur 1. Dann gehen wir noch die Todeswurzel ab. Hier schon wieder so ein Glitzervieh. Ah, nur ein roter. Jo, damit sind wir hier durch, ne? Dann haben wir hier auch alles erkundet. Schön. Jetzt müssten wir hier noch weitergehen. Das machen wir im nächsten Part. Hier müssten wir auch noch ein bisschen erkunden. Hier in dem Wald. Da sind glaube ich auch noch Gräber. Ja, ja. Gut, aber wir gehen erstmal zurück zum Bestien, Refugium der Bestien. Und geben die Todeswurzel ab. Mal gucken, was wir jetzt dafür kriegen. Aber es ist ein Kleriker. Ich habe zwar angefangen mit Glaube zu skillen, aber ich glaube, da werde ich nicht weiter reingehen. Ich muss unbedingt mal umskillen, ey. Bestialische Schlinge.
Okay. Bestialische Schlinge. Schleudert schnell viele scharfe Steinsplitter. Ich glaube 10. Ach, weißt du was, den nehmen wir mal rein. Das mache ich noch schnell in dem Part, und zwar einmal zurück zur Tafelrundfeste, da noch diesen einen Splitter, Talisman, nicht Talisman, diese Kette halt für 3000 kaufen, dass wir einen Zauber mehr tragen können. Und dann, schon besser. Hey, dich kennen wir doch auch. Okay, mit dir quatsch ich gleich. Wir gehen erstmal schnell. Ich war hier unten, ne? Klangperle? Haben wir immer noch nicht. So, das hier. Kaufen. Okay. Sonst hast du noch nichts Tolles, warum? Immer noch nicht. Aber jetzt können wir den einen Zauber da noch mit reinnehmen. Müssen wir eine Gnade machen. Gut. Dann quatsche ich jetzt noch mit dem. Aber ich sag schon mal auf Wiedersehen. Für alle, die halt das noch sehen wollen, das bisschen Lore, was jetzt hier noch kommt, können gerne dranbleiben. Für alle anderen sage ich schon mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank. Haut da rein. Und für alle, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, ein bisschen Lore. You've met Garank, I take it. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Are you acquainted with a man named Roger? You know, the piteous fellow hiding away on the balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind. No more, though. You see him now, ravaged by thorns, muttering and rambling. Like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is sullied, it rots people from the inside, breaks them. I serve the Golden Order that I might put this crooked land to rights. Following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated, down to the very last. Did you need something else? Okay. Interessant, interessant. Also er mag den Zauberer nicht, anscheinend. Gut, dann sind wir aber jetzt am Ende. Ich werde jetzt noch schnell... Oh, ich wollte nicht mit dir reden. Packen wir jetzt noch den neuen Zauberer rein, den wir gelernt haben. Zauber. So, wir machen die mal raus. Wir machen erstmal den Feuerball rein. Dann machen wir den rein. Und dann die zwei Heilungen. Dringende Heilung und die Heilung. Das andere können wir ja noch nicht nehmen. Aber ist cool. Arzneimischung haben wir noch nicht. Zauber leeren, große Runen, Kriegsasche, Kriegsasche. Das gucke ich off. Kleidung anpassen, Flaschen. Haben wir da irgendwas gekriegt? Nicht genügend. Stärken. Keine heiligen Tränen. Okay, dann sind wir jetzt wirklich am Ende.
Vielen Dank für die, die alle noch zugeschaut haben. Und dann auch euch einen wunderschönen Tag noch. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut da rein.